Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht zwischen Mitternacht und 3.30 Uhr ein Polizeigebäude in der Kasseler Nordstadt mit Graffiti besprüht und dadurch beschädigt. Auch Farbbeutel wurden an die Fassade des Gebäudes geworfen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen vierstelligen Betrag. Gehen davon aus, dass die Täter eine Leiter genutzt haben, haben diese ans Gebäude angestellt, um den höheren Bereich der Fassade auch zu erreichen. Die Auswertung der Überwachungskamera, die soll nun auch noch Hinweise auf die Tatbegehungsweise und auf die Täter liefern. Zur Tatzeit hat sich niemand im Gebäude befunden. Es handelt sich um die EG6 der regionalen Ermittlungsgruppe, die in diesem Gebäude untergebracht ist und die sind dort tagsüber. Bislang haben sich noch keine Zeugen gemeldet. Wir bitten aber Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben, sich bei uns zu melden.